Der ganze Drop hört sich so an. Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist es endlich soweit, Leute. Ich habe auch zahlreiche Nachrichten schon wieder bekommen. Und zwar werden wir heute, beziehungsweise werde ich heute mit der FL Studio Tutorial-Reihe anfangen. Und zwar, wie erstelle ich einen Remix, how to make a bootleg. Weil ich, wie gesagt, habe so viele Nachrichten bekommen und es so viele Kommentare gibt. So, hey Luis, kannst du mal eine Tutorial-Reihe machen, wie du einen Remix erstellst. Und ich habe ja damals schon mal, ich glaube, ein Intro-Bounce-Tutorial gemacht und einen Drop mit euch zusammen gemacht. Aber ich dachte, wir fangen heute bei Null an. Ich werde heute eine Playlist erstellen, die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann immer wieder zurückgreifen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich versuche so gut wie möglich zu erklären, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, in den Videos oder in den anderen Videos, gerne unten in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Apropos Instagram nochmal ganz kurz. Ich bekomme auch zurzeit zahlreiche Nachrichten über meinen Facebook-Account, also über DJ Dominguez. Das ist ja der Kanalname von meinem ersten Channel, also von meinem eigentlichen Main-Channel. Und tut mir bitte den Gefallen, wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mir die lieber auf Instagram, weil auf Facebook bin ich so gut wie nie unterwegs. Ich schaue zwar ein paar Videos an, aber das war es auch wieder. Und ich habe halt keine Lust, dass eure Nachrichten irgendwie untergehen, weil ich will die natürlich euch beantworten, soweit ich das weiß. Und wie gesagt, heute starten wir mit der FL Studio-Reihe. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, habe ich noch eine Frage an euch, und zwar habe ich hier wieder zwei Pakete erhalten, und zwar handeln die über mein Motorrad. Hier sind Ersatzteile drin, wie gesagt, das ist alles noch original verpackt, außer das hier, das kam sogar aus China. Hättet ihr Lust, dass ich einen Vlog mache, wie ich an dem Motorrad ein bisschen rumschraube, was ich erneuert habe, oder wollt ihr eigentlich nur FL Studio Videos haben und Reaction Videos haben, oder habt ihr Bock, dass ich darüber auch ein Video mache? Ansonsten werde ich einfach die Tage das ohne die Kamera anbringen an meinem Motorrad. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne in die Kommentare. Dann werde ich das mit dem Flo wieder zusammen drehen, weil da ist richtig geiler Shit drin. Und darauf habe ich auch sehr, sehr lange gewartet. Das erste Paket habe ich, glaube ich, schon eine Woche bei mir liegen. Ich dachte, ich kann das alles schon anbringen, aber dann hat noch was gefehlt. Das habe ich mir jetzt im Nachhinein noch bestellt. Das ist dieses Paket hier. Aber das ist heute gar nicht das Thema. Das ist nur eine Frage an euch. Wenn ihr drauf Bock habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen heute an mit dem ersten Part der FL Studio Reihe. Und zwar, wie erstelle ich ein Melbourne Bounce Remix? Ihr wisst ja, ich liebe Melbourne Bounce. Und deswegen wird es auch nur meistens Tutorials geben über Melbourne Bounce. So, wie starte ich mit einem Remix? Die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, ist: Wollt ihr einen Remix mit einem originalen Song machen? Das heißt, Instrumental und Vocals sind schon ganz normal mit drinnen. Das heißt, ihr kauft euch das über folgende Plattformen, die zeige ich euch gleich noch. Oder ihr sagt, nee, ich will lieber mit A Cappellas arbeiten. Das heißt aber, ihr müsst selber Keyboards, Gitarre, was ihr halt einbauen wollt, selber hinzufügen bzw. selbst komponieren und in diesen Remix einbauen. Bei originalen Tracks, das heißt, wo die Instrumental und Vocals schon drinnen sind, müsst ihr eigentlich nur mit einem Sidechain arbeiten. Das habe ich euch ja in dem vorletzten Video gezeigt. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wissen wollt, was Sidechain ist. In der ganzen FL Studio Reihe werde ich euch aber einen Remix zeigen mit einem originalen Song. Ehrlich gesagt, Leute, die, wo kein Keyboard spielen können, so wie ich, ist es tausendmal leichter, einen originalen Song herzunehmen, weil ihr einfach, wie gesagt, nur mit Sidechain arbeiten müsst. Ihr müsst zwar wissen, wo baue ich die Kick ein, wo baue ich die Clap ein und so weiter, aber dazu kommen wir gleich in FL Studio. Deswegen heute, beziehungsweise die ganze Tutorial-Reihe, geht um einen originalen Track. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wenn ihr das nicht wissen solltet, wo ihr originale Tracks herbekommt. Also bitte, bitte, Leute, ladet euch nicht das mit YouTube-Converter runter, sondern kauft die Tracks. 1,50 Euro, 1,70 Euro werden euch nicht wehtun, weil ihr habt dann die beste Qualität. Und wenn ihr das mit einem YouTube-Converter
runterladet, ja, ist die Qualität richtig madig. Das hört man dann auch, wenn man den Remix startet bzw. mastern und mixen will. Also es gibt jetzt folgende Möglichkeiten, Tracks zu kaufen. Und zwar, ich bestelle meistens meine Tracks über Amazon Music. Da gibt es zahlreiche Songs. Ihr müsst natürlich immer schauen, ob ihr diese Songs dann auf YouTube veröffentlichen dürft, also eure Remixe. Und genau, also Amazon Music gibt's, dann eine sehr, sehr beliebte Seite, beziehungsweise da habe ich schon einige Scheine liegen lassen, Beatport, gibt's auch so viele Tracks. Und was gibt's noch? Genau, habe ich mir jetzt gerade runtergeladen, den iTunes Store, da gibt's natürlich auch jeden Song. Wenn ihr mit A Cappellas arbeiten wollt, gibt es mal in Soundcloud ein oder geht es auf Google und gibt es da mal ein A Cappellas und so weiter. Aber wie gesagt, heute geht es um einen originalen Track, beziehungsweise die ganze FL Studio Reihe geht um einen originalen Track. Und zwar, den Song kennt ihr mittlerweile, also die schon länger meine Videos verfolgen. Und zwar ist der Song von Lea, Immer wenn wir uns sehen. Dazu habe ich auch auf Instagram schon ein paar Stories gemacht. Und ich werde mit euch heute, oder ich werde euch zeigen, wie ich mein Intro erstellt habe. Ich will aber eins nochmal ganz klarstellen, jeder macht es anders und wenn irgendwelche Fehler drin sind, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Und so, ich würde sagen, Leute, wir starten. Das ist hier der ganze Remix. Ich bin noch nicht ganz fertig, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber das werdet ihr in den nächsten Videos dann sehen. Ich habe... Ja, wie habe ich denn angefangen? Step 1, ich habe mir den Track natürlich gekauft, wie gesagt, auf einen von den drei Plattformen, habe mir den in FL Studio reingeladen und habe die BPM auf 128 gestellt. Dann habe ich den Track genommen, bin hier oben, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt, hier oben, also links oben in der Ecke auf den Track gegangen, Fit to Tempo, und habe 75 zu 150 BPM eingestellt, weil wir sind ja genau mittendrin bei 128. So, wenn ihr das jetzt alles erledigt habt, das heißt, der Track auf 128 BPM ist, ja, schiebt ihr euch den einfach mal ein bisschen auf die Seite. Zum Beispiel bei mir fängt der bei 17 an. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Genau, also wie gesagt, ich habe den bei 17 hingeschoben, weil ich bei, beziehungsweise bis 17, bis zum Pattern 17, ja, mein Intro erstellt habe. Und das werde ich euch jetzt mal kurz abspielen. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber für die Leute, die das Video jetzt zum ersten Mal sehen, ich spiele es jetzt mal kurz ab und dann gehe ich auf die einzelnen Details ein. Was habe ich wo eingefügt, was habe ich beachtet und ja. Genau, also das war jetzt mein Intro von meinem aktuellsten Remix. Der ist zwar noch nicht released, aber wird jetzt demnächst auch released. Und zwar, so, was mache ich als erstes? Ganz easy, ich suche erstmal aus meinem Sample Pack eine schöne Kick. Ich habe jetzt die von Bente genommen. Ich zeige euch die mal kurz. Also schön punchy und Effekte und sowas werde ich ganz am Schluss eingehen, beziehungsweise als letztes Video machen, Mixing und Mastering, also da werde ich ein separates Video machen, sonst würde es halt den Rahmen sprengen. Und genau, am Anfang mache ich immer so, also wie gesagt, der Track fängt ab 17 an, ich suche mir eine Kick, dann suche ich mir, das machen wir noch nicht, dann suche ich mir meistens einen Bass, den habe ich aber jetzt hier noch nicht eingebaut, da kommen wir aber auch gleich zu, dann habe ich mir einen Crash eingebaut, den baue ich eigentlich in jedem Remix vom Start oder am Start ein. Und zwar hört sich der so an. Das heißt, wenn ich jetzt das Lied abspiele, hört ihr die Crash. Und es gibt einfach so, ja, nochmal schön fülligen Ton. Und wie gesagt, ich baue den immer ein. Das hört sich einfach mega geil an. Ich habe sogar jetzt bei dem Remix zwei Crashes eingebaut. Der andere hört sich so an. Und zusammen mit der Kick hört sich einfach mega geil an. Dann habe ich noch eine Close Hi-Hat eingebaut. Wie gesagt, ich habe alles aus Sample Packs mir genommen, beziehungsweise reingeladen. Die Hi-Hat hört sich so an. Also eine ganz simple Hi-Hat.
Volumen, wie gesagt, gehe ich in einem separaten Video nochmal ein. Und genau, hier unten habe ich meine Vocals bzw. meine Drop-Vocals. Und zwar mache ich es immer so, wenn ich einen Drop gefunden habe bzw. mir zusammengebastelt habe, füge ich immer am Anfang die ersten vier Steps ein. Das heißt, das hört sich dann so an. Genau, und der ganze Drop hört sich so an. Genau, also ich mache sozusagen nur die ersten vier Parts von dem Drop, baue ich hier ein. Und es hört sich dann am Anfang, obwohl das habt ihr ja schon gehört, aber ich spiele es jetzt nochmal kurz ab. Ich mache jetzt nochmal hier. Genau, also vier Steps, die ersten vier, beziehungsweise die ersten vier Noten in Anführungsstrichen, baue ich hier ein. Dass ihr das nochmal ganz kurz versteht, ich mache immer vier Steps in einem Intro, das heißt 1, 2, 3, 4. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, dann baue ich mir ein Fill-In, dazu kommen wir auch gleich. Und dann mache ich ein schönes Intro und dann geht's zu den Vocals, also zum originalen Song. So, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ist halt immer ein bisschen schwierig, das alles zu erklären. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, ab in die Kommentare. Und ich werde euch die natürlich, wenn ich es weiß, beantworten. Und ich zeige euch jetzt nochmal die vier Steps. 1, 2, 3, 4. Genau, und dann mache ich das gleiche nochmal. Das heißt, ab hier dann nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Fill in. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier nur eine Clap. Genau, die habe ich ganz vergessen. Hier eine simple Clap aus einem Sample Pack. Boah, wie soll ich das am besten erklären? Das ist echt schwierig. Also ihr habt jetzt insgesamt vier Steps in dem Intro, zumindest bei mir. Und in den ersten zwei mache ich halt alles ganz gechillt, ganz ruhig. Und ab dem dritten haue ich dann noch zum Beispiel eine Kimble ein oder wie sich die nennt. Dann habe ich hier noch so ein Sidechain, nennt sich das auch, so ein neues Sidechain. Das hört sich an wie so ein Wind. Dann natürlich hier wieder meine Vocals. Genau, hier unten habe ich noch einen Step eingebaut. Dann habe ich hier, bevor es jetzt zum dritten Part geht, habe ich hier einen Abfilter eingebaut. Hoppla, hier auch nochmal. Natürlich der Fill-In. Genau, und dann merkt man schon bei dem dritten Part von dem Intro, geht es halt schön ab. Das heißt Kick, Bass, Hi-Hat, Clap, Vocal, Steps, Noise, Sidechain und so weiter. Baue ich dann alles ein. Das heißt, es ist dann schön punchy alles. Und es hört sich jetzt so an. Moment, ich spiele es jetzt hier ab. Also in den ersten zwei Steps, beziehungsweise in den ersten zwei Parts von dem Intro, also hier drüben, habe ich noch keine... noch keinen Bass eingebaut. Das mache ich dann immer in den letzten zwei Parts vom Intro. Und hier baue ich natürlich wieder meine Crash ein, weil es einfach so, sich so geil immer anhört. Und genau, was habe ich sonst noch eingebaut? Genau, der Bass zum Beispiel, den habe ich so gemacht. Und hier zweimal. Finde ich einfach geil, da könnt ihr rumspielen, rumprobieren, ob euch das taugt oder nicht oder ob es zum Song überhaupt passt. Und ich hoffe, das Video wird jetzt auch nicht zu lang. Ich weiß, es ist jetzt nicht perfekt, aber ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein bisschen was zeigen von meinen Vocals bzw. von den Drop-Vocals. Merkt ihr oder hört ihr, dass es nicht komplett der originale Ton ist? Hört mal kurz zu. Und jetzt hört ihr mal hier hinten. Also hier am Anfang ist es viel leiser und da gibt es einen simplen Trick und zwar ist es ein Cut-Off-Effekt und zwar, ich gehe jetzt nochmal kurz in meinen Mixer rein, das ist jetzt hier die Nummer 4, da habe ich jetzt meine Drop-Melodie reingefügt, hier an der Seite habe ich einen sogenannten Fruity-Filter eingebaut
Und dieser Fruity-Filter sieht so aus: Ihr tut den High-Pass ganz nach unten und markiert zum Beispiel euer Intro, macht es hier auf Cut-Off-Frequenz einen Rechtsklick und geht auf Create Automation Clip. Und dieser Automation Clip ist dafür da, wie eure Vocal Drop, was weiß ich, sich anhören soll. Und ich kann euch jetzt, ich lösche das jetzt nochmal kurz raus. Also ich zeige euch das jetzt mal kurz ohne Cut-Off. Und mit Cut-Off. Jetzt wird es lauter. Das heißt, ihr könnt mit diesem Cut-Off Automation Clip beeinflussen, wie sich das anhören soll mit diesen sogenannten Waves, also mit diesen sogenannten Linien. Also jetzt nochmal ganz kurz, damit ihr das versteht. Kick ohne Bass, die ersten zwei Steps, Crash am Anfang einbauen. Ich habe eine Clap, ich habe eine Closed Hi-Hat, die baue ich auch nicht immer ein, aber es hört sich halt geil an. Ich kann euch das auch nochmal kurz zeigen. Jetzt hört ihr das. Moment, nur die Kick und jetzt mit Close Hi-Hat. Gibt nochmal so einen extra punchy Ton. Und genau dieser Fill-In halt. Und dann gebe ich halt immer Vollgas beim zweiten Part, beziehungsweise beim dritten Step vom Intro. Hier habe ich halt, wie gesagt, einfach nur nochmal eine Cymbal eingebaut, so eine Art Hi-Hat und neues Sidechain, damit arbeite ich auch sehr viel. Step und natürlich den Bass, dass es schön punchy wird und es hört sich jetzt so nochmal an. Genau, bevor das Intro jetzt aber zu Ende geht, baue ich immer einen Abfilter ein, das heißt, es geht wieder dann zum Höhepunkt und zwar hört sich der so an. Also nichts Besonderes. Hier unten zum Beispiel baue ich nochmal einen ein. So, meine Kamera hat sich schon verabschiedet. Ich muss mich jetzt beeilen, weil jetzt gleich auch meine Speicherkarte voll ist. Also am Schluss von dem Intro baue ich nochmal den letzten Part von meinem Drop ein. Und zwar hört sich das dann so an. Also es war der erste Teil und jetzt am Schluss kommt der letzte Part von dem Drop. Jetzt. Ich mache einen smoothen Übergang zur Melodie, zum originalen Track. Und hier baue ich immer zum Beispiel einen Sub ein. Den wird man jetzt wahrscheinlich nicht hören in dem Video. Ich höre ihn zwar über die Kopfhörer, aber ihr werdet den wahrscheinlich nicht hören. Ich habe den auch ziemlich leise gemacht. Und hier nochmal einen Downriser. Das hört sich dann so an. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat. Bis du alles verdreht hast. Genau, und dann lasse ich den Song halt laufen, aber das wird das nächste Video sein. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen erklären. Ich weiß, es ist jetzt nicht perfekt gewesen, aber ihr könnt euch das Video immer wieder anschauen, stoppen und schauen, was ich eingebaut habe. Also Kick, Kick, Bass zum zweiten Part, beziehungsweise ab dem dritten Step vom Intro, Hi-Hat, Claps und Abfiltern nicht vergessen, Crashes nicht vergessen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, wie gesagt, habt, ab in die Kommentare. Ich werde jetzt gleich das Video schneiden. Und genau, das war es jetzt eigentlich von dem ersten Part von der FL Studio Reihe, also das Intro. Auch wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, wie ich die Drop-Melodie hinbekommen habe, das werde ich euch auch in einem separaten Video erklären, weil es ist ein bisschen tricky immer bei mir, weil ich selber kein Keyboard spielen kann. Ich mache halt alles über das Gehör, deswegen dauert es auch ab und zu mal länger bei mir. Und ja, in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, erste FL Studio Tutorial Video eigentlich einigermaßen gut gemeistert. Fragen und sonstiges habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, wenn ihr schon Remixe gemacht habt, gebt mir Bescheid, schreibt mir das. Ich habe schon von zahlreichen Zuschauern Remixe zugeschickt bekommen, die wirklich, wirklich geil sind. Da denke ich mir, wow, da bin ich ja noch ein Anfänger. Und
Genau, bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir noch in die Kommentare, ob wir oder ob ich ein Video über den Umbau von meinem Motorrad machen soll, also einen kleinen Vlog drehen soll. Und sonst haben wir eigentlich, glaube ich, alles. Ach nee, eins wollte ich euch noch sagen, genau, das habe ich ganz vergessen. Wenn ihr ein bisschen Musik braucht für die Ohren und ihr meine ganzen Mixe schon von YouTube angehört habt, könnt ihr gerne mal auf Spotify vorbeischauen, da habe ich euch eine kleine Playlist zusammengestellt. Die verlinke ich euch auch nochmal unten. Und jetzt melde ich mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns zum nächsten Video. Playlist findet ihr unten. Macht Musik und ich melde mich ab. Bis dann, haut rein. Ciao. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt, Mann. Oh, Mann.